Neubau Parkhaus Altstadt Schwarzenberg. Eine große Tafel gibt Vorbeikommenden Auskunft, was im Jahr 2022 gegenüber der Stadtschule Schwarzenberg auf der anderen Seite der Erlaer Straße passiert. 4,3 Millionen Euro bringt die Stadt Schwarzenberg für den Bau eines Parkhauses auf. Das entsteht in der Altstadt gegenüber der Stadtschule. Nachdem am 3. März 2022 der erste Spatenstich erfolgte, legte Oberbürgermeister Ruben Gehardt mit Stadtrat Christoph Dehnel und Vertretern der Baufirma am 1. Juni den Grundstein für das Großprojekt. Also mit der Firma Goldbeck Bau haben wir natürlich einen soliden Partner gefunden, die sich auf den Bau von Parkhäusern spezialisiert hat. Und Sie sehen es ja schon, die Stützmauern stehen, die ersten Fundamente stehen auch. Und ab 20. erfolgt dann die Vollsperrung und dann beginnt eigentlich die Montage der Elemente und wir gehen davon aus, dass wir im Dezember auch fertig werden. Dass das Parkhaus noch in diesem Jahr zum Schwarzenberger Weihnachtsmarkt übergeben werden kann, dieser Wunsch wurde bei der Grundsteinlegung von Oberbürgermeister Ruben Gehardt vor Anwohnern, Gewerbetreibenden der Altstadt, Stadträten und Bauleuten noch einmal bekräftigt. Der Bau geschieht als Eigenleistung der Stadt. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung. Wenn jemand baut, hat dieser auch immer die Kosten im Blick. Wie ist das in Schwarzenberg aktuell? Bei dem Verfahren, das wir hier gewählt haben, wo Planung und Bau gemeinsam ausgeschrieben worden sind zu einem Festpreis und dafür steht die Firma Goldbeck Bau, der Preis steht und da gibt es auch aus meiner Sicht im Moment noch keine angekündigten Preissteigerungen oder ähnliches. Seit der Wende wurde die Schwarzenberger Altstadt umfassend saniert. Es gibt Wohnraum und Geschäfte. Was bisher in ausreichendem Maße fehlt, ist der Parkraum. Schon in den 1990er Jahren kamen die ersten Gedanken zum Bau eines Parkhauses auf. Erste Entlastung brachte der Hammerparkplatz in Verbindung mit dem Schrägaufzug. Doch das war nicht ausreichend. So gab es am 14. Juni 2019 im Stadtrat den Grundsatzbeschluss zur Errichtung des Parkhauses am hiesigen sogenannten Forstparkplatz. Nach dem Abwägen des Für und Wider wird in diesem Jahr gebaut. Dabei gibt es eine ökologische Baubegleitung durch ein Fachbüro. Was wird sich durch das Parkhaus Altstadt in Bezug auf das Leben in Schwarzenberg ändern? Also für mich und auch für die Stadträte ist ja Voraussetzung, um überhaupt ein ordentliches Parkkonzept und eine solide Altstadt zu entwickeln, dass für die Anwohner, Gewerbetreibenden entsprechend Parkflächen geschaffen werden, die wir mit dem Parkhaus hier erreichen können. Das sind ja 120 Stellflächen, die an Bauer, Parker dort vergeben werden. Und damit gewinnen wir die Möglichkeit, unsere Altstadt noch attraktiver zu machen und noch ein bisschen mehr Flair und ein bisschen mehr Gemütlichkeit in die Altstadt reinzubringen. Auf 7 Ebenen wird es 163 Stellflächen haben. 120 davon werden als Dauerparkflächen vermietet, 43 Plätze der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.